Offensichtlich was im Gange. Was ist los? Was ist hier los? Eine Invasion. Das ist los. Aha. Nein, ich muss meinen Bruder finden. Na dann. Reden wir mit den Mönchen. Philipp, ich fürchte, diese Soldaten suchen nach deinem Bruder. Er ist eben angekommen. Oh, schreck. Drei von ihnen sind ihm in den Kreuzgang gefolgt. Nein. Ich hoffe, es ist alles zu hören. Ja, es ist alles zu hören. Sehr schön. Ich muss nochmal überprüfen, ob auch der Spielsound zu hören ist. Wenn nicht das erste Mal. So. Mit den Rittern selbst reden ist jetzt, glaube ich, keine so gute Idee. Sie sagen, Sie suchen nach jemandem. Sie haben einige unserer Brüder verhört. Okay. In den Kreuzgang, vielleicht können wir da mal reingehen. Durch den Kreuzgang. In die Kirche gelangen. Ah, sehr gut. Das sind Leute. Wie ist dein Name? Es wäre leichter für uns alle, wenn du einfach mitkommen würdest. Das ist der Bruder. Was ist denn mit dem Kind? Und das sind Ritter. Ist das deins? Ob du willst oder nicht, du kommst jetzt mit uns. Wir haben nach dir gesucht. Ihr müsst euch irren. Wir haben eine Beschreibung. Was machst du hier? Und wer ist denn das? Ich habe ihn gefunden. Im Wald. Hey! Hey! Wir haben ihn in St. John mit Ziegenmilch gefüttert. Das war die Idee von Johnny Eightpence. Er sagt, er vermisst dich. Er war immer sehr sentimental. Hey! Philipp, du darfst diesen Männern nicht meinen Namen sagen. Mein Herr, Robert von Gloucester, glaubt, ich sei in Winchester. Ich gab dem Bischof den Brief. Er sagte, er würde helfen. Gütiger Gott. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich dich mit dem Brief... Was heißt das? Diese Männer gehören zum Bischof. Er ist hier, in Kingsbridge. Ach, zu Schande. Der Bischof ist hier? Das haben wir so ausgelöst. Hey, ihr beiden! Ihr solltet zuhören, wenn man mit euch spricht. Wer seid ihr? Und was ist das für ein Kind? Ist es eures? Habt ihr zwei zusammen ein kleines Baby gemacht? Mit Sicherheit. Bei Gott, ihr seht so komisch aus. Kommt, lasst es mich auch mal halten. Ein Name. Oder beide Namen. Los, ihr beiden. Geht, ich glaube, hier wäre es mal angemessen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Was? Eines der 10 Gebote. Kennst du sie nicht? Spar dir die Worte, Mönch. Weißt du nichts von Himmel und Hölle? Ich weiß von Himmel und Hölle. Wenn du es weißt und doch gegen Gottes Gebot verstößt, dann bist du verdammt. Nicht der Himmel erwartet die Sünder, sondern die Hölle, der feurige Pfuhl. Na, dann ab in die Hölle mit uns allen. Nein! Nein. William? Wie ist dein Name, Mönch? Ich bin Philipp. Philipp von Gwyneth. Er ist es, den wir suchen, nicht der andere. Mönche, die sehen alle gleich aus. Wir haben dich gesucht. Bischof Walleran will dich sehen. Bischof Walleran. Wir haben ihn gefunden. Er ist hier. Sagt es dem Bischof.
Sie haben den Mönch gefunden. Ich weiß nicht, was der so in dem Schild führt. Wir haben alle ein Auge auf dich. Du bist hier sicher. Wer hätten wir das Kind beschützen sollen? Okay. Wen sind wir hier? Sagt es dem Bischof. Santa Maria Mater Dei. Ich hätte gedacht, der Bischof. Ach, er ist der, der gebetet. Was geht hier vor, Philipp? Der Bischof weiß, dass er hier ist. Ich weiß es nicht. Amen. Der Bischof. Philipp. Da seid ihr ja. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Philipp und ich kennen uns bereits. Ihr habt nach mir gesucht, Herr Bischof? Ja. Nicht er schon wieder. Remigius. Philipp wird bedrückt, nicht wahr? Ja, das tut er. Sagt mir, was liegt euch auf dem Herzen? Soldaten haben die Priorei belagert. Besetzt? Oh, ich verstehe. Ich bin zu sehr an den Umgang mit Rittern und Adligen gewöhnt. Die Arbeit eines Bischofs. Der Grund, weshalb diese Männer dort draußen sind, ist euer Brief, Philipp. Wie zu vermuten, überzeugte er meine Verbündeten, bald gegen den Grafen von Shireling vorzugehen. Meine Verbündeten haben darauf bestanden, dass ihre Ritter mich begleiten und ihr Sohn, bevor sie dann bald gegen den Grafen zu Felde ziehen. Ich verstehe, Herr Bischof. Philipp, ich habe das Gefühl, dass da ein Sturm aufzieht. Die zu Felde ziehen. Genau hier in Kingsbridge. Und im Auge des Sturms steht ein Mann. Ihr. Um euch herum geraten die Dinge in Bewegung. Nicht wahr, Remigius? Ja. Doch eine wichtige Sache habt ihr mir verschwiegen. Verschwiegen? Herr Bischof. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ihr zum Prior von Kingsbridge nominiert worden seid. Haben wir das nicht? Ich. Das sagt mir die aber. Die Brüder hier werden heute ihren neuen Prior wählen, nicht wahr? Die Wahl das wird in wenigen wir. Stunden stattfinden, Herr Bischof. Gespräch. Wir brauchen einen starken Prior. James war mein Freund, aber ein starker Prior war er nicht. Wir sind uns in diesen Dingen einig, nicht wahr, Remigius? Natürlich, verehrter Herr Bischof. Ich habe doch an die Tür geklopft und gesagt, ich bin der Prior. Und ich sind der Meinung, dass du diesen Rosenkranz haben sollst. Prior James Rosenkranz. Ach du Schande. Prior James Rosenkranz. Also ich bin mir nicht sicher, das ist... Also ist der wird jetzt eine neue Wahl machen lassen und dann wird wahrscheinlich er dann wieder gewählt werden, weil alle unter Druck gesetzt werden und... Ach du Schreck. Der Rosenkranz. Er wurde von Subprior Remigius neben dem Fluss gefunden, nahe dem Ort, wo der ehemalige Prior von Kingsbridge ins Eis gebrochen ist. Bis zum heutigen Tag ist James' Grab nahe der Kathedrale leer. Der eiskalte Wasserstrom wird den Körper mitgerissen haben. Die Mönche glauben, dass James in den Morgenstunden des ersten Weihnachtstages auf das Eis gejagt worden war. Manche glauben, dass es der Teufel selbst war. Aber wer kann schon sagen, was passiert ist? Denn es war niemand vor Ort dieser Nacht, bis auf Prior James. Philipp hat der Rosenkranz von Remigius, Bischof Valoren, im Jahr 1136 erhalten.
Er war ein Zeichen des Wohlwollens und des Vertrauens am Wahltag des neuen Priors von Kingsbridge. Sehr gut. Aha. Nun denn, worüber werdet ihr zu uns und unseren erlauchten Gästen reden? Ein Zeichen des Wohlwollens. In eurer ersten Predigt als neuer Prior von Kingsbridge. Ach, jetzt doch, oder was? Ja. Ich glaube, worüber ich reden würde, ist... Ich bitte um Vergebung, aber ich verstehe nicht ganz. Die meisten eurer Brüder sind mit mir in dieser Sache einig. Remigius hat mit ihnen geredet. Sie werden für euch stimmen. Und ich auch. Und ich werde dich unterstützen in meinem Amt als Subprior. Ein Amt, das ihr in der Vergangenheit wunderbar ausgefüllt habt, Remigius. Ja. Philipp von Gwyneth. Ihr werdet der neue Prior von Kingsbridge sein. In Demut stehe ich vor euch. Demutsvoll angesichts eures Vertrauens und angesichts der großen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir müssen Kingsbridge wieder aufbauen, zu Ehren Gottes und um seiner Gnade willen. Die Verzweifelten und die Hoffnungslosen überall sollen unsere Glocken hören. Sie sollen die Türme unserer Kathedrale sehen. Unsere große Kirche wird ein Leuchtfeuer werden. Doch zuallererst werden wir selbst durch unsere Taten und unseren Glauben ein solches Licht sein. Ein Licht für die Verlorenen, die Verletzten und die Leidenden auf ihrem Weg zu Gott. Der Graf von Shivering ist nicht anwesend, wie es scheint. Nein, ist er nicht. Beschämend. Er bereitet wohl seinen Angriff auf Winchester vor. Ich hoffe, er weiß nicht, dass wir seine Pläne vereiteln wollen, Percy. Antworte dem Herrn Bischof, mein Gemahl. Nein, nein, er ahnt überhaupt nichts. Kein bisschen. Meine Männer sind bereit. Und sei so genau. Das klang ein bisschen ironisch. Exzellent. Exzellent. Hier bist du. Ui. Schnitz zu ihm. Ist alles in Ordnung? Hatte ich einen Vater? Ja. Jeder hat einen Vater. Was ist mit ihm geschehen? Er starb, bevor du geboren wurdest. Wie kann er mein Vater sein, wenn er starb, bevor ich geboren wurde? Kinder entstehen aus einem Samen. Der Same kommt aus dem Glied des Mannes und wird in die Spalte der Frau gepflanzt. Dann wächst er im Bauch der Frau zum Kind heran. Wenn das Kind fertig ist, kommt es heraus. Okay, diese Frage. Ja. Warum hast du mir nie davon erzählt? Von meinem Vater, meine ich. Ich wollte warten, bis du älter bist. Vertrau mir. Wenn die Zeit reif ist, wirst du alles erfahren, was du wissen musst. Versprochen. Wie hieß mein Vater denn? Jack, wie du. Die Leute nannten ihn Jack Sherburg. Wenn er auch Jack hieß, dann können mich die Leute Jack Jackson nennen, oder? Das stimmt. Leider kann man sich nicht immer aussuchen, wie man genannt werden möchte. Was ist das? Ach, du großer Schreck. Jack, such die anderen. Versteckt euch und kommt nicht raus, bis ich es euch sage. Oh, und damit das Kapitel abgeschlossen. Säulen der Erde aus der Asche, Kapitel 4. Der Prior von Kingsbridge. Was du getan hast, du wurdest zum Prior von Kingsbridge ernannt. Valoran hat deiner Bitte Folge geleistet. Seine Verbündeten, die Hamleys, Gräfen aus Castle an. William Hamlight war eingeschüchtert, weil du die Hölle erwähnt hast. Joa. Sekunde, ich mach kurz das Fenster zu.
akzeptieren wir unser Schicksal und spielen weiter. Kapitel 5. Der Mann in den Flammen. Am Fluss sind mindestens 200 von ihnen. Wieder Ritter? Welche Farbe haben ihre Mäntel? Es sind keine Ritter, Philipp. Sie sagen, sie können nicht zahlen. Das macht nichts, Bruder Paul. Ich habe Ihnen gesagt, dass hier Zoll anfällt auf der Brücke. Wer ist euer Anführer? Wer kann für euch sprechen? Niemand spricht für uns, Vater. Wir wurden aus allen Dörfern verjagt. Es sind Outlaws. Diebe! Wir sind keine Outlaws. Was ist passiert? Wir kommen aus Oldcastle. Man hat unsere Männer getötet. Mein Kind! Sie haben mein Kind getötet! Bei Gott! Wir haben nichts zu essen für euch. Wir haben kaum genug für uns selbst. Dann werden wir ein bisschen sparen müssen. Dann werden wir aufteilen müssen. Wir werden sie aufnehmen. Philipp, natürlich. Wir haben nicht genug Platz. Werden wir welche finden? Welche wir werden finden? Euch alle aufnehmen. Euch werden wir alle. Platz finden und Essen finden. Ich wünschte, wir hätten mehr für sie. Mehr? Wir haben fast alles weggegeben, was wir haben. Was werden diese armen Leute morgen essen? Bevor sie hierher kamen, hatten sie zu essen. Sie haben gearbeitet. Gewiss können sie das wieder tun. Es kommt noch mehr. Die Kunde verbreitet sich. Was sollen wir jetzt tun, Philipp? Gebt mir den Rest des Brotes. Aber... Hier, Philipp. Das letzte Brot, was wir haben. Jetzt bräuchten wir ein Wunder. Dann helft dabei, die leeren Häuser zu säubern. Und kümmert euch um die Verletzten. Ihr habt unseren Prior gehört, Brüder. Hungrige Frauen, Kinder, verletzte Menschen. Ja. Was gibt um mich selbst die Schuld? Es waren die Hamleys. Ihr scheußlicher Sohn wollte unsere junge Lady heiraten. Wenn es auf dieser Welt Gerechtigkeit gibt, wird der König sie bestrafen. Ach so, nicht mein Sohn, nicht der. Das glaube ich doch nicht. Sie sagen, die Hamleys hätten Earl's Castle angegriffen. Wer sind die Hamleys? Ich weiß es nicht. Und noch drei große. Bartholomäus war ein guter Mensch, wie sie ihn erniedrigt haben. Vor seinen Kindern. Wie schrecklich. Er wird kommen und uns helfen. Nein, Mary. Sie werden ihn hängen. Aber warum? Womit haben wir das verdient? Warum hat Gott uns verlassen? Er hat euch nicht verlassen. Aber unsere Kinder sind krank. Unsere Männer sind tot. Okay. Hier ist Brot für deine Kinder. Das ist nicht genug. Er hat mehr Brot. Ich habe es gesehen. Bitte. Unsere Kinder hungern. Gebt uns Brot für unsere Kinder. Nicht bewegen, Pa. Ich kann arbeiten. Ich habe immer gearbeitet. Auch zu essen. Bitte, lasst uns bleiben. Was ist das, Pa? Dein Bein ist ganz schwarz geworden. Ich habe meinen Kindern gezeigt, wie man Körbe und Seile macht. Freuen euch an dein Stück. Ich habe keinen Hunger. Andere haben es nötiger als ich. Nimm es. Teile es mit den anderen. Aber du musst auch essen. Danke, Vater. Und das letzte Brot, das wirklich letzte Brot. An die dort hinten. Etwas Brot für euch. Nur ein Laib Brot für uns alle? In Wigley hat man uns angespuckt.
Und jetzt beschwerst du dich, wenn dieser Mönch uns Essen gibt? Aber ich... Danke, Vater. Bitte, gib den Leuten dort etwas. Wir haben Warum nicht? Ist das geschehen? Womit haben Unsere wir das Kinder verdient? Werden in dieser Kälte Aber erfrieren. Frau. Bitte, lasst uns bleiben. Wir können arbeiten. Ach, du Schande. Flips Notizen zu den Flüchtlingen. Flips Notizen zu den Flüchtlingen vom Januar 1136. Ich saß bei den Flüchtlingen, die in unserer Priorei einen Unterschlupf gesucht haben. Sie haben mir furchterregende Geschichten erzählt. Aus politischer Sicht war die Eroberung von Earl's Castle ein strategischer Zug, um König Stefan zu unterstützen. Aber für diese Männer und Frauen und Kinder war es eine große Tragödie. Sie haben mir von William Hamley und drei weiteren Reitern erzählt, die eine Armee von Rittern angeführt haben. Sie zertrampelten jene, die am Boden lagen, setzten ihre Häuser in Flammen und triezten sie mit dem Befehl, sie sollen noch lauter schreien. Die Bürger flüchteten ohne Hab und Gut oder ein Ziel im Blick. Allein darüber zu hören, ließ mich erschaudern. Hätten wir uns nicht eingemischt, wäre alles das nicht passiert. Philipp, wir haben nicht mehr genug Platz. Habt ihr getan, was ich euch gesagt habe? Wir haben die Häuser gesäubert und Feuer gemacht. Alle Häuser sind belegt. Unsere Brüder behandeln die Kranken und Verletzten. Es gibt noch Platz im Gästehaus und im Dormitorium. Morgen werden wir die Kathedrale öffnen. Wir brauchen jeden Raum, den wir kriegen können. Prior Philipp? Ja? Ich heiße Tom und bin Baumeister. Ich würde gern euren Nordwestturm wieder aufbauen. Lieber Gott, Sie sehen wirklich übel aus. Sie haben sicher seit Tagen nichts gegessen. Es kommen immer mehr von denen. Ich habe an der Kathedrale in Salisbury gearbeitet. Mein letzter Dienstherr war der Graf von Shiring selbst. Ich bin ein guter Handwerker. Wenn euer Turm einstürzt, könnte er Teile des Hauptschiffs zerstören. Stellt mich ein und ich baue ihn wieder auf. Ich weiß nicht, beides. Ich wünschte, ich könnte euch einstellen. Die Reparaturen wären teuer und wir haben kein Geld. Dieses Kind. Ihr zieht ein Kind auf? Mein Bruder hat den kleinen Jonathan im Wald gefunden und ihn hergebracht. Der arme Junge wäre erfroren. Aber Gott war gnädig und er wurde gefunden. Jonathan. Es tut mir leid, aber alles, was ich euch bieten kann, ist ein Platz zum Schlafen. Ich nehme euer Angebot an, aber ich würde mir die Herberge bei euch lieber verdienen. Wir sind nicht gekommen, um zu betteln. Dann bitte Gott darum. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Falls ihr wisst, was das ist. Oh je. Weißt du noch, was ich über die Güte von Mönchen gesagt habe? Bitte Gott. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Ich werde beten. Ich bete, dass ein Blitz die Kirche trifft und sie niederbrennt. Das wollte ich nicht. Ich frage mich, ob sie sich meinetwegen geweigert haben, dir Arbeit zu geben. Warum kann Tom die Kirche nicht reparieren? Weil diese Mönche so lange am Geld kleben, wie sie können. Sie sind zu blind, um zu sehen, dass ihre Kirche bald einstürzen könnte. Wenn sie es doch nur tun würde, dann hätte ich ein Leben lang Arbeit. Aber nein, sie glauben, beten könne ihre Kirche vor dem Zusammenbruch bewahren. Was habe ich da? Können wir nicht heimgehen, Mama? Nein, das können wir nicht mehr. Wir haben alle unsere Vorräte auf der Reise aufgebraucht. So freundlich reagiert. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Und jetzt werden wir zu unserer Entscheidung stehen. Kann ich mich etwas umsehen? Ja, aber geh nicht so weit weg und nimm dich in Acht vor den Mönchen. Können wir noch mal hingehen und noch mal... Ich hab dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind?
Ich dachte nicht, dass das ergibt. Aber sie geben aufeinander Acht. Du meinst, er wird als Mönch aufwachsen? Ja. Ein älter Mönch. Schlimmeres als in Gottes Nähe aufzuwachsen. Jonathan. Sie haben ihn Jonathan genannt. Das Geschenk Gottes. Jonathan? Wenn ich ihn nur im Arm halten könnte. Die Entscheidung war eher schlecht. Ich glaube, wir müssen mal mit dem Mönch reden. Ich bin kein Geist, kleiner Rotschopf. Auch wenn ich schon mit einem Fuß im Grab stehe. Wenn du zuerst stirbst, begrab ich dich. Ich bin nämlich der Totengräber hier. Ich werde dir ein schönes Grab schaufeln. Du wirst es mögen, aber du musst mir auch eins schaufeln. Wenn meine Zeit gekommen ist, einverstanden? Och, das ist nicht sehr nett. Du darfst keine Angst vor dem Tod haben. Er ist nicht das Ende. Danach kommt noch etwas. Das ist das Geheimnis. Darum geht es bei all dem hier. Verstehst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, er versteht nicht. Wer bist du? Ah, du bist einer von den Flüchtlingen aus Earls Castle, was? Ich komme aus dem Wald. Aus dem Wald? Ich hab dich gesehen. Du musst ein Flüchtling sein. Lüg mich nicht an. Wir Mönche lügen andere nicht an. Okay. Schwester der Kathedrale. Tür war fest verschlossen. Ich werde meine Meinung in dieser Sache nicht ändern. Wir werden Ihnen helfen. Ihnen allen. Remigius. Willst du wirklich diese Menschen dem Tod anheimgeben? Wir sollten uns von der Welt fernhalten, Vater. Gott soll das entscheiden, nicht wir. Wir werden ihnen helfen. Es ist unsere Pflicht. Netter Mönch, gemeiner Mönch. Aha. Hey, was machst du hier? Remigius hat recht. Das hier ist kein Ort für Kinder. Jetzt erinnere ich mich an sie. Was? Wovon sprichst du? Diese Frau. Sie kam mit dem Baumeister. Ja? Sie ist kein Flüchtling. Was meinst du? Sie ist ein Outlaw. Sie war früher schon mal hier. Prior James hat mich vor ihr gewarnt. Sie ist nicht aus Earls Castle. Sie kommt aus dem Wald. Aber ihr Mann? Ich bezweifle, dass sie verheiratet sind. Junger Mann, bist du nicht der Sohn des Baumeisters? Wie ist dein Name? Der Sohn der Frau. Jack Bilder. Siehst du, er ist Tom Bilders Sohn. Nun denn. Jetzt haben wir zur Mutter fahren. Ein seltsames Kind. Und so verdächtig wie seine Mutter.
Ist man sich seiner nicht sicher, so soll man doch immer an das Gute im Menschen glauben.